Na 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 Ich spiele hier gerade Karten-Tetris. Karten-Tetris! Ich fand auch schon, Osaka sah aus wie ein Tetris-Block. Ja, auf jeden Fall. Den nutze ich auch gerade. Nox, du willst überspringen. Aber hey, ich habe gerade zu Kai geguckt, was sie da mit den Karten macht. Wie schön sie das macht, wie schön das aussieht bisher. Ich sag ja nur das mit unseren Mexikanern. Mexikaner! Das hatten wir ja auch in dem Spiel so das Problem. Mexikaner! Ja, ich hab das leider vergessen, wie das Spiel nochmal genau. Das müsste Logan gewesen sein. Nein. Merkt er sich auch nicht. Also müssen wir das in einem durchziehen. Ja. Aha. Ding. Und da kannst du auch nichts. Nein. Ich gucke gerade, ob das der Emulator so eine Funktion hat. Ah, du könntest auf der Disk speichern, dann könnte ich es als Disk speichern, aber. Wenn ich das aber richtig verstehe, wir müssen noch Mombasa, die Osterinsel und Borstone untersuchen, ja? Ja. Gut. Wie wäre es, wenn wir das dann eben mal schnell machen, damit wir wenigstens. Damit wir die Karte im Prinzip komplett haben, wenn wir es dann irgendwann mal in Gänze angehen. Ja. Soll ich dann auch schon anfangen, irgendwelche Sachen hier einzusammeln oder erst noch einfach nicht. Nee, wir wollen jetzt erstmal die Karten haben und wissen, wo alles ist im Prinzip. Okay. Genau. Gut, dann wandere ich erstmal einfach mal durch. Was fehlte nach Mombasa. Da geht's nach Süden. Richtig. Da geht es nach Süden. Das heißt, wir sind im Norden, ja? Ja. Schön ist es hier! Also es ist nur die zwei Bildschirme. Von Süden geht's nur nach Norden runter. Wenn man mal von dem Typen in der Hängematte da absieht, der irgendeine dir unbekannte Musik hört. Wasserersatz, Mann und Landschaft. Wasserersatz? Ja. Das interessiert mich jetzt. Wird wahrscheinlich Bier sein. Ein gewöhnlicher wasserlöslicher Wasserersatz. Hm. Klar, wenn man mal kein Wasserersatz. Wasser für den Tee. Ja. Wenn man mal kein Wasser hat, dann nimmt man halt den Wasserersatz, tut ein bisschen Wasser drauf und dann hat man Wasser. Du sprichst den Typen versuchsweise an. Er sagt: Ich weiß, was du suchst. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, wo du hingehen wirst. Ich weiß, wie dieses Spiel enden wird. Wenn es nicht mit einem Rage Quit endet. Ich weiß einfach alles über dieses Spiel. Denn ich habe es erfunden. Ich bin der weise Mann,
der Autor dieses Abenteuers, der Schöpfer dieser Welt. Du, ich glaube, es gab da irgendwo vor... Ne, vor Australien war es nicht. Australien hat mich nicht umgebracht, aber ich könnte ihn gerne nach Rom oder so bringen, da stirbt man auch. Ich bin Gott gleich. Ich schwebe über dem Wasser. Ah, du hast schon 4T6 gemacht. Er schwebt über dem Wasser. Ja, unter ihm liegen die Flaschen. Sitzt in der Hängematte. Passt, er schwebt über dem Wasser. Hm? Meinen wahren Namen wirst du nie erfahren, denn ich bin der einzig wahre Flynn. Abgesehen davon bin ich ein eingebildetes Piep initiieren. Und weil ich das weiß, bin ich so weise und darf alles tun, was mir gefällt. So, du arme Wurst, ich werde dir etwas geben, das dir dieses Spiel erleichtern dürfte. Oder vielleicht etwas noch nicht. Ist mir im Grunde genommen auch egal. Er hält ja ein japanisches Wörterbuch und ein Walkie-Talkie hin. Damit könnten wir mit dem japanischen Wörterbuch mit den Ninja ansprechen. Mhm. Ja, danke schön. Walkie-Talkie. Soll ich trotzdem noch mit Safe versuchen? Oh, Safe. Safe. A oder R, D oder R. Ist doch egal, klappt doch beides nicht. Da. Betrachte Mann, wir müssen ja nicht nur mit ihm sprechen. Irgend so ein verkommener Typ ohne einen wild gewachsenen weißen Bart, der schwarze Sonnenbrille, getarnte Kappe, Hawaii-Hemd, Jeans und einen Drink in der linken, liegt faul in einer Hängematte. Sollte das ein weiser Mann sein? Was für eine echt herrlich schöne Landschaft. Hier möchtest du dich niederlassen. Alles einebnen und einen neuen Trakt für irgendeine Verwaltungsbüro planen. Hier in der freien Natur ist das Leben noch schön. Okay. Ja, dann gehst du von Mombasa halt weiter nach... zu den Osterinseln. Ich sehe gerade nur so auf die ursprüngliche Karte alles schön und oben drüber ein rot Schlemmerquark! Ja. Ich bin in den Osterinseln. Ich kann nur nach Osten. Du bist auf den Osterinseln, nicht in den Osterinseln, Fuchs. Mhm. Früher musste man lange sparen, um sich das hier ansehen zu können. Heute muss man lediglich ein Ticket kaufen. So lautete einer der Slogans zur Einführung der Bahn. Du befindest dich nun auf den Osterinseln, nur die Richtung Westen. Du siehst Absperrung, Kopf 1, Kopf 2, Kopf 3, Kopf 4, Kopf 5 und die Landschaft. Ein simpler, rostiger, schlecht verarbeiteter, mieser erzählter Raketenzaun, falls man so etwas überhaupt Zaun nennen darf. Kein Hindernis jedenfalls. Sehr schön, die Gegend hier erinnert dich an deinen Irlandurlaub vom letzten Jahr. Seit der Zeit kannst du den Text von Singing in the Rain auswendig. Da hat er mir ordentlich was voraus. Ja, nee, ist klar. Spring über die Absperrung. Stirb, Fuchs! Stirb! Jetzt betrachte die einzelnen Köpfe. Ein Osterkopf. Majestätisch und auf irgendeine unerklärliche Weise geheimnisvoll ragt der Kopf ganz links in die Höhe. Du bist fasziniert. Wer mag diese Dinger wohl erschaffen haben? Auch der zweite Kopf versetzt dich wieder in Entzücken. Du bist ganz ehrlich erstaunt. Der Kopf Nummer 3 ist eine wahre Meisterschaft.
Leistung. Majestätisch und auf irgendeine unerklärliche Weise geheimnisvoll ragt er vor dir in die Höhe. Nichts von alledem konnte man jemals von dir auch nur teilweise behaupten. Du bist immer noch total baff. Ist es nicht wirklich göttlich? Jeder dieser Köpfe unterscheidet sich von dem anderen. Doch trotzdem sind sie alle gleich. Du bist noch immer zum Blödwerden beeindruckt. Denkst du nicht, dass es Zeit ist, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren? Wir haben noch Kopf 5. Stimmt, das wollte ich nachgucken, ob wir noch einen weiteren Kopf haben. Ja. Der Kopf rechts außen ist auf irgendeine geheimnisvolle Weise absolut nicht interessant. Er hat nichts von der Ausstrahlung der anderen Köpfe abbekommen und wirkt hier vollkommen deplatziert. Nimm Kopf 5. Nimm das besser nicht. Mondo. Nimm Kopf 1 bis 4. Das wäre sinnlos, den zu drücken. Der hat keine Arme, der erwidert deine Umarmung nicht. Nimm Absperrung. 4. Na gut, dann eben nicht. Benutzerabsperrung. Die App-Sperrung. Das wäre sinnlos. Du schaust dir die zerklüftete Landschaft an. Sehr schön. Die Gegend hier... Ja, sing in the rain. I'm singing in the rain. For the glorious feeling I'm happy again. Zerstöre. Das ist nicht nötig, um das Spiel zu lösen. Zerstören schreibt man nicht mit Doppel-E. Siri, zerstöre. Das ist sehr, sehr störrische. Tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ja, also Fuchs probiert die benutzt verschiedenste Dinge mit der Absperrung. Was macht denn Fuchs so mit der Absperrung? Ganz zerstören, kaputt machen. Zerstören nur eher. Umgehen, überspringen. Aber damit erreicht sie halt nichts. Du musst der Absperrung einfach mal Liebe zeigen. Liebe die Absperrung! Es tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Wenn wir jetzt die Angst hätten, dann könnten wir der Absperrung Angst machen. Total. Ja, aber hier haben wir wirklich irgendwie gar nichts. Ja. Außer der Absperrung und den 5 Köpfen. Ja. Und ich weiß, wenn wir die Landschaft uns angucken, können wir da was machen. Also gehe ich zurück in den Westen. Aber ja. Ich würde sagen, jetzt kennen wir die Karte. Nein, wir müssen noch nach Borstone. Okay, wir müssen noch nach Borstone. Da gibt es bestimmt den amerikanischen Schlemmerquark. Schlemmerquark! Es geht nach Süden. Nur nach Süden. Ja, erstmal vorzeichnen, damit man das irgendwie auf das Saubere überträgt. Ja. Ups, Entschuldigung. Hier ist nichts los. Hier ist die leise Musik von irgendwoher. Und Richtung Norden geht das dann. Nochmal. Damit wir kriegen. Ja, Makler von Boston. Hier ist nichts los. Okay. Es gibt die Bar, den Eingang und Häuser. Wir sind hier in Amerika. Das merkt man auch ganz besonders, wenn nicht sogar außergewöhnlich stark, an den Häusern rund um diesen
Square. Allerdings ist hier wohl diese Uhrzeit nicht besonders viel los. Und irgendwoher klingt leise eine müde Unterhaltungsmusik. Oh my! Sind wir tatsächlich in Amerika? Wir sind in Amerika. Oh, das ist ja great. That's awesome. Fuchs betrachtet die Gegend. Und sie benutzt den Eingang. Den Eingang zu was? Zu einer Bar. Zu einem Bar. Ah. Very well. Du betrittst die angenehm eingerichtete Kneipe. Niemand nimmt dich richtig wahr. Nur der Barmann beäugt dich kurz. Mögliche Richtungen Norden. Du siehst Mütze, Barmann, Trucker. Klau dem Trucker seine Mütze. Eine Mütze. Du nimmst die Mütze. Wait a moment. Mütze. Hinter der Theke lugt müde der Barkeeper hervor. Er mustert dich kurz, kümmert sich dann aber weiter um den Abtrocknen-Vorgang eines Glases, das er, wie es aussieht, mit einem Geschirrhandtuch zu vermengen sucht. Du bekommst keine Antwort. Du kriegst nur amerikanisches Schweigen zu hören. Ein Trucker, oder besser gesagt, ein Mann mit einer Truckermütze, einer Truckerweste, Truckerhemd, einer Truckerhose und Truckerschuhen, sitzt abgetruckt, Slang für betrunken, an der Bar und nuckelt an einem Bier. Er kümmert sich nicht weiter um dich, wahrscheinlich weil er dich noch nicht richtig wahrgenommen hat. Sein Blick schlingert ein wenig durch die Gegend, als würde er versuchen, einer umhersurrenden Fliege zu folgen. Bloß, dass er nirgends eine solche ist. Er nimmt einen finalen Schluck von seinem Bier, wobei ihm der Barmann einen unfreundlichen Blick zuwirft. Was wissen du überhaupt nicht? Mach Platz! Sagt der Trucker. Er erhebt sich und steht auf. Dummerweise ist er so betrunken, dass er sich nur für eine sehr kurze Zeit, knappe 3 Sekunden, auf den Beinen halten kann. Glück für dich, Fremder! Das Gespräch war allerdings ein kompletter Reinfall. Ja, ich vermute mal, weil wir noch nie unser Passwort gehört haben. Schlagmark! Bringt es uns auch hier nicht weiter, aber hier sind wir ja in Amerika. So, das heißt, im theoretisch anderen Saal können wir jetzt nur noch sagen, alles nochmal einsammeln. Wo zum Teufel hat man eigentlich der Schlemmerquark bekommen? Der war gewesen in der Hawaii-Bar. Ach ja, den Typen, die Bierflasche gegeben haben. Da kriegen wir Schlemmerquark. Wir kriegen für Bier Schlemmerquark und Bier. Richtig. Ja, dann. Ich weiß nicht schon, ich bringe irgendwann doch mal die Trommel, die ich aus Tunesien hatte, mal mit. So eine schöne Tontrommel. Kann die auch Bumper? Was ist eine Tontrommel? Das Gefäß. Ach, du meinst, das ist eine, die ist aus Ton. Genau. Also, die kann die verschiedene Töne. So Bumper und Bumper, der Bump. Oh, gelangweilt schaltest du das Walkie-Talkie ein, um zu sehen, ob sich was tut. Du benutzt das Walkie-Talkie, der weiß, wozu es gut ist. Und weißt du... Oh, und weißt du, was sie dann gesagt hat? Sie sagte, piep. Also habe ich, piep. Und danach habe ich, piep. Indiziert. Da schaltet das Walkie-Talkie wieder aus. Kaum zu fassen. Du
Platz. Ja, gut. Betrachte Bierflasche. Betrachte Sand. Schau da noch was. Ach nee. Fahrt, genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nimm man besser nicht? Nein, der nimmt sonst nichts mehr mit. Okay, dann nehme ich, gehe ich schon mal nach Westen. Ach nee, nach Westen. Bin ich jetzt wieder? Ja, ich bin wieder mal schon drin. Verdammt! Immer noch zu wenig Farben. Ein wenig. Na, ich bräuchte 12 Farben insofern. Ja, die habe ich leider nicht. Ja. So, betrachte Club. War hier im Club noch irgendwas? Nein. Betrachte Bar, war auch nichts. Nein, dann war das mit Strich mit Baumann. Schweigendes Gold, gib Baumann Flasche. Ja. Sprich mit Rick war das nächste. Dann kriege ich jetzt das Passwort Schlemmerquark an den Amerikaner und eine Flasche Bier. Ja. So, betrachte Gegend. Nimm genau. Die nimm Bier. Nimm Bier. So, das war dort an der Stelle alles gewesen. Soweit ich weiß, müsste das nach dem, was wir wissen, alles gewesen sein. Ja. So. Dann nach Westen. Ich meine, wenn ich in Kalkhausen bin, muss ich auch nochmal rummarschieren. Mhm. So, könnte ich jetzt gerade mal eben fahren. Das schöne Fahrrad. Ja, das hast du vorhin dahingestellt. Ja, kannst du mitfahren, wenn du willst, Fuchs oder so. Mach's nur nicht kaputt. Nur, Yoshi, nur. So, dann nach Norden. Ich sehe, der Fuchs ist dabei, alles einzusammeln. Ich versuch's. Gelangweilt schaltest du das Walkie-Talkie ein, um zu sehen, ob sich was tut. Knarz, Scotty, Beam und Speep, Rausch, Skirp an. Alles klar, jetzt kriegen wir, also weil wir das Walkie-Talkie haben, überall solche Dinger. Ich fange gerade an, unsere Komplettlösung zu schreiben. Es ist ein bisschen seltsam. Es fängt an mit Kalkhausen, erstens Feuerzeug leer in Hecke. Das ist doch kein Thema. Feuerzeuge leer in Hecke. Baum am Gehweg, Reise zum Baum. So, dann fahren wir mal nach München. Baum am Hecke für Reiseführer. Fahren München hast du. Wir fahren München. Ja, lass uns nach München fahren. Mhm. Wenn du das Fahrrad München nennst, kannst du das tun. Du weißt auch nicht, ob die R-Bahn nicht vielleicht München heißt. Einer der Lokführer oder sowas hat die mal so liebevoll München genannt oder sowas. Nein, Kopf, nicht der Baron von Münchhaus. Das ist was anderes. So, dann
dann holen wir uns hier jetzt mal den Glückskeks. Mit Knopf 5, genau. Machen ihn auf und holen uns den Hinweis. Nimm 4, T6. So. Fliegen. Geh zum Ausgang. So, das war das da. Rösten bitte. Was willst du rösten? Nach Osten. Ah, oh, okay. So, jetzt willst du nach Osten rösten? Genau, wir rösten Rom nach Osten. Gut. In Rom haben wir die Tasse vor dem Mausoleum. Ja, wird nach direkt. Nimm Tasse. So, und jetzt waren hier nichts mehr gewesen, das heißt, wir können wieder zurück. Weil beim Wachmann haben wir ja noch nichts gehabt, was wir machen konnten. Weil wir sprechen kein Italienisch. Das Einzige, was wir bekommen haben, ist ein japanisches Wörterbuch. So, in Madrid gehen wir zur Baustelle. Und nehmen das Baustellenschild und den Teebeutel mit. Richtig. Betrachten aber nicht die Baustelle. Richtig. Danke. Wie gut, dass dieses Buch doch noch ein paar Blätter zur Verfügung hat. Ja. So, was war hier? Genau, hier müsste jetzt noch die Feuerwerkskörper sein, die ich mitnehmen kann. So. Fahren wir nach München. Ja. Um nach Kalkhausen zu fahren. Ja. Um dann weiter zu fahren nach, was haben wir gemacht? Moskau zum Beispiel. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir nicht wieder diesen Bug bekommen. Das musst du immer hoffen. Moskau, Moskau ist ein schönes Land. Lalalala. An die Wand. Ich dachte, die Gläser, nicht die Kinder. Als ich das Lied das erste Mal gehört habe, habe ich anstatt Gläser Kinder verstanden. Entschuldigung, ich habe jetzt die Version von meinem Vater im Kopf. Moskau ist eine schöne Stadt, die nur zu viele Russen hat. Warum bin ich denn hier nach Norden gegangen? Weil du es konntest. Mein Gedanke schon in Moskau. In Moskau musst du, glaube ich, nach Süden. Ja. Und wir haben den Bug. Das ist jetzt nur ein bisschen weiter her. Länger her. Ich hatte mich zwischenzeitlich nicht ganz auf aufgespeichert. Ja, hier war nicht beim Schockabend das letzte Mal gespeichert. Also in Moskau gab es das Fastfood-Restaurant. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich Ihnen schon mal sagen, Sie sehen heute nicht das Ende dieses Spiels. Nein. Ich lasse Fuchs jetzt noch so ein bisschen rumlaufen. Kai schreibt schon mal ein bisschen Komplettlösung. Genau. Ja. Und dann gehen wir essen, denn dieses Spiel schaffen wir heute nicht mehr. Sie haben alles schon, was das Spiel zu bieten hat, soweit wir heute gekommen sind, schon mal gesehen. Mm. Wir waren noch nicht im Mausoleum. Nein. Und wir haben auch noch keine Ahnung, wo irgendeine Diskette sein sollte. Ja. Nein. Die soll ja weltweit verteilt sein. Ja, walkie-talkie, piep, 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 kaum zu fassen.
Jakob, das wäre ein interessanter Songtitel. Walkie Talkie, Piep, 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 Klammer auf, Daumen zu fassen, Klammer zu. Ah. Aber nein, nein, ich glaube nicht, dass es dieses Lied gibt. Noch nicht. Du kannst ihn das ja erfinden. Besser nicht. Die falsche Flasche. Und dementsprechend lasse ich Fuchs hier einfach mal machen. Genau. Sie macht das gerade so schön. Genau. Wie viel Sie jetzt davon noch sehen, meine Damen und Herren, sei mal dahingestellt. Und wahrscheinlich gar nichts. Und beim nächsten Mal überlegen wir uns dann, wie wir dieses Spiel schaffen. Was uns all diese Items bringen. Und wie wir fliegen können. 4T6. Ja, wahrscheinlich das, was wir schon jetzt selbst haben. Ja, natürlich haben. Genau das. Das Problem war nur, wie kriegen wir den Tee? Jetzt haben wir ja einen Wasserersatz und den ganzen Pipapo. Wir müssen nur wissen, wie kombinieren wir das am besten. Mit Tee. Ich sitze hier neben. Ja. Ich genieße die Musik. Und betrachtest die Decke. Hey. Ich gucke auf und zu auf den Bildschirm. Guck, wo du gerade bist. Vielleicht können wir auch irgendwie nochmal gucken, ob wir rausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Bug zu umgehen. Ihr Fuchs, was meinst du, was ich bis zum nächsten Mal mache? Der Reisevierer. Was ist mit der Reisevierer? Die Reisevierer ist in die Bau. Ist in die Bau? Ist in die Bau. Ist die Reisevierer in die Bau? Ich hab mich doch nur vertippt, Leute. Fuchse, hab ich nicht einmal mitbekommen, dass sie die Reisevierer in die Bau. Aber in Moskau mussten wir mit keine Leute reden. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ist mir aufgefallen. In Moskau greifst du nur in die Kasserei. Oh, Zettel. Die Bär. Oh. Soweit bin ich mit dem Aufschreiben noch nicht. Auch sei. Beim nächsten Mal seht ihr uns dann entweder mit allen Items oder genauso dumm wie vorher. Also das eigentlich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, weil wenn wir alle Items haben, wissen wir nicht, was wir mit denen machen sollen. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob uns das alles irgendwo weiterhilft und bis dahin. Oh, tschüss und bye bye. Wiedersehen. Ciao. Meine letzte Eintragung. Fahr nach Hause! Fahr nach Essen fassen! Enter! Nix da! Der Satz ist vollständig!